Microsoft Studios. Frontier. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Zockstunde auf meinem Kanal. Diesmal schnappen wir uns die Scream-Ride-Demo. Ja, ein Achterbahnspiel von den Machern von Rollercoaster Tycoon. Soll nicht ganz so sein wie Rollercoaster Tycoon, deswegen heißt es auch nicht so. Aber es hat zumindest was mit Achterbahn zu tun und das ist ja schon mal keine so schlechte Sache. Das Spiel wird exklusiv für die Xbox One und die Xbox 360 nach meinem Wissen erscheinen. Das heißt, keine PlayStation- oder PC-Ableger sind momentan geplant. Und ja, in dieser Demo gibt es nur den Karrieremodus, deswegen schauen wir da einfach mal kurz rein. Du triffst bald bei Screamworks ein, wo wir die Grenzen menschlicher Reflexe und physischer Ausdauer ans Limit bringen. Und darüber hinaus. Unsere Arbeit dient dem Wohle der gesamten Menschheit. Ich bin Control. Ich werde dich durch dein Training führen. Neue Screamworks-Mitarbeiter können 3 Karrierepfade einschlagen. Screenwriter, Ingenieur oder Zerstörungsexperte. Jede Karriere spielt eine wichtige Rolle im Langzeitplan unseres Unternehmens. Keine Angst, eine Patrouille wird ihn später aufsammeln. Hier bei Screamworks tun wir alles, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Irgendwie glaube ich das nicht. Willkommen, möge dein Tag voller Schreie sein. Ich glaube nicht, dass die hier alles dafür tun, um die schwere Verletzungen und Ähnliches zu vermeiden. Zumindest scheint es bislang nicht so. Screamride Serie 1, das Volkslabor. Die offizielle Präsentation von Screamride befindet sich in den Küstengewässern unweit einer Region. Einer großen, die unweit einer großen, mehr passt wohl nicht in das Textfenster in der deutschen Version. Volkslabor, dem ersten Schritt deiner Karriere bei Screamworks. Dieses Labor wurde eingerichtet, um das Wissen um die Grenzen menschlicher Aufregung und physischen Stresses auszutesten. Durch den Einsatz extremer Unterhaltung bringen wir die Menschheit auf eine neue Stufe. Deine Arbeit ist wichtiger Teil unseres Langzeitplans, dessen Details noch geheim sind. Die Menschheit mit Hilfe von Achterbahnen unterdrücken, oder wie? Man weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt 3 Kategorien. Einmal den Screamrider, also Achterbahnfahrer, wie ich das richtig verstanden habe. Den Zerstörungsexperten, also alles kaputtballern oder wie. Und den Ingenieur. Wahrscheinlich baut man da Achterbahnen selber. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal von oben bis unten an. Das hier unten wird wahrscheinlich ein bisschen Rollercoaster Tycoon ähneln, aber ich habe schon gehört, dass es nicht ganz so extrem komplex sein soll wie Rollercoaster Tycoon damals. Deswegen, wie gesagt, auch der andere Name. Wir starten einfach mal als Screamrider. Diese Punkt-zu-Punkt-Achterbahn sollte keine großen Probleme darstellen, oder? Screenworks-Auszeichnung, Bestbewertung 0. Aktuelle Auszeichnung schließt die Fahrer ab. Erhalte ein Perfekt auf einem Turbo-Teil und eine Punktzahl von 1.500.000. Lade die Turboleiste auf 100% auf. Zerstöre ein ganzes Gebäude und Punktzahl 1,2 Millionen. Leere eine volle Turboleiste ohne zu entgleisen. Einzelne Zweirad-Bonus 20.000 und Punktzahl 1,4 Millionen. Ich glaube, wir brauchen, vielleicht gibt es Tutorial oder so? Ja, ganz hilfreich. Okay, wir können das Level jederzeit mit Pfeil nach unten neu starten, lese ich da unten schon mal. Hier wirst du deine Qualitäten als Screamrider beweisen müssen. Bevor du weitere Herausforderungen annehmen kannst, musst du erst diese meistern. So, das haben wir eben schon gelesen da oben. Ich wäre trotzdem über ein Tutorial sehr dankbar. Verwende den Turbo, um deine Geschwindigkeit zu erhöhen. Geh an die Grenzen der Gehkräfte, indem du auf 2 Rädern fährst. Schreien macht Spaß. Bei Screamrider geht es darum, mit möglichst hoher Geschwindigkeit um die Strecke zu fahren und dabei so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Verdiene dir Punkte, indem du eine gute Zeit hinlegst. Erreiche hohe Geschwindigkeiten und balanciere auf 2 Rädern. Mit höherer Sicherheitsfreigabe werden nach und nach mehr Wege zum Verdienen von Punkten freigeschaltet. Okay, es gibt also später eine höhere Sicherheitsfreigabe, das heißt, wir können dann weniger Schutz oder was weiß ich fahren. Trotzdem eine Steuerung? Halte an der Ampel den rechten Trigger gedrückt, um zu beschleunigen. Lehne dich mit dem linken Stick in Kurven, um nicht zu entgleisen.
Einige Kurven sind so eng, dass es nicht ausreicht, sich in die Kurve zu lehnen. Verwende den linken Trigger, um zu bremsen und deine Geschwindigkeit zu verringern. Drücke auf blauen Turbo-Teilen X, um den Turbo aufzusammeln. Versuche damit bis zum letzten Moment zu warten. Halte A gedrückt, um den bereitgehaltenen Turbo zu verwenden. Balanciere auf zwei Rädern, um zusätzliche Punkte zu verdienen. Okay, also mit rechter Schultertaste beschleunigen, mit linker Schultertaste abbremsen, mit dem linken Stick in Kurven lehnen, mit X-Turbo aufsammeln im letzten Moment, was damit gemeint ist, weiß ich nicht so ganz genau, und A, um Turbo einzusetzen. Also müssen wir in diesen blauen Linien wirklich erst im letzten Moment X drücken oder die ganze Zeit X gedrückt halten? Nee, sieht gerade so aus, als ob man wirklich erst im letzten Moment X drücken sollte. Okay. Dann versuchen wir es mal. Mario Kart-mäßig Turbo starten oder ich versuche erstmal im grünen Bereich. Großartig. Ah, okay. Tatsächlich, es gibt wohl keinen Mario Kart-mäßigen Turbo-Start. Im Tutorial waren 50.000 Punkte das Maximum, mit 49.000 irgendwas. Und ah ja, tatsächlich, im letzten Moment sieht man da oben auch. Perfekt. Machen wir dann mal. Perfekt. Perfekter Serienbonus. Eine unserer Aufgaben war ja, die Turbo-Leiste komplett zu füllen. Das werden wir wohl hinkriegen. Maximaler Turbo. Können wir den einmal einsetzen? Okay, den haben wir verkackt. Großartig. Die sieht scharf aus, die Kurve. Na, haben wir es zumindest durchgeschafft. Okay, ich weiß nicht, ob man da eigentlich nach oben fliegen sollte oder nicht. Wir sind auf jeden Fall komplett unten gelandet. Genießen Sie das Bad, bis der Sammelpunkt eintritt. Neue beste Schreiwertung. Fahrtstatus bestanden. Leistung verbessert. Okay. Wir haben 3 von maximal 6 Sternen oben erhalten. Nächste Aufzeichnung kriegen wir aber 1,25 Millionen. Wir haben auch nur die Ladi-Turbo-Leiste-Auftrag gefüllt. Ist gar nicht mehr so einfach. Versuchen wir es einfach nochmal. Einfach ist es auf jeden Fall nicht. Zu früh. Okay, das war auf jeden Fall zu früh. Ja, brüll mich nicht an. Die Turbo-Leiste müssen wir jetzt ja nicht mehr komplett füllen. Wir können ja versuchen, hier mit ein bisschen mehr Turbo durchzubrettern. Okay. Das war nichts. Danke, Kamera, dafür, dass du... Ah, man kann hier tatsächlich auch Sachen kaputtballern. Vielleicht hat es das hier auch was mit dem Zerstörungsexperten auf sich. Raketen aktivieren? Okay, was war das jetzt? Egal, wir setzen uns mal auf die Schienen zurück. Ach, es geht genau an der Stelle weiter, an der wir entgleist sind. Okay. Ist jetzt die Frage, ist es was Schlechtes zu entgleisen? Oh, das gibt doch auch Punkte. Oh Gott, ich will immer zu spät drücken. Bonus. Großartig. Strecke abgeschlossen. Na, das war glaube ich nicht so gut. Nautischer Sammeldienst entsandt. Weiche Handtücher vorhanden. Schauen neue auf die beste Punktzahl. Schreiwertung. Test abgeschlossen. Prüfung bestanden. Oh, das bringt sogar mehr Punkte als eben, obwohl wir voll rausgeflogen Deine sind. Deine Fähigkeiten wurden zur Kenntnis genommen. Reicht aber nicht bis zur nächsten Sternbewertung, reicht und noch nicht für die nächsten Bonus-Herausforderungen. Dann gehen wir mal zurück zur Weltkarte. Können wir mal einen der anderen Jobs ausprobieren.
Natürlich, in der Demo ist es natürlich immer voll mit Trailern gespallert. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt nach jedem Level einen Trailer bekommen. Schauen wir uns den einmal an, danach können wir überspringen. Your amusement ride has explosive capabilities. Okay, sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht aus. Scheint auf jeden Fall eine Menge, nein, möchte ich nicht. Scheint auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten zu geben. Noch 7 Auszeichnungen bis Level 1. Wir haben aber noch nicht Level 2. Sicherheitsfreigabe erforderlich, Stufe 1. Geht zu urbane Schlucht. Also müssen wir noch 7 Abzeichnungen erhalten, um das hier freizuschalten, damit wir dann Level 1 bekommen. Das könnte dauern. Aber dann schalten wir sogar die alle hier frei, ab Stufe 1. Naja, wir schauen uns erstmal den Zerstörungsexperten an. Wahrscheinlich ist es hier genauso, wir brauchen hier auch Stufe 1. 3 Auszeichnungen haben wir sogar schon gekriegt. Aber Moment, es gab doch nur 5 im ersten, oder? Gab es nicht nur 5 Auszeichnungen im ersten? Das heißt, vielleicht kann man gar nicht mehr freischalten in der Demo. Ist aufgrund der Kosten, die durch den Bau von Gebäuden entstehen, die direkt danach zerstört werden, sehr umstritten. Der Druck auf die Kandidaten, hier Erfolge zu erzielen, ist deshalb sehr hoch. Okay. Für diesen Test hast du vorhin Zugriff auf die Kugel und die Splitterkabine erhalten. Beide wirst du gut gebrauchen können. Schleudere eine Kabine durch 3 Zielscheiben, zerstöre mindestens 3 Bildschirme und eine Punktzahl von 1,35 Millionen und jage das Luftschiff in die Luft. Ich werde erstmal gucken, was ich hier mache. Die Kabine wird so modifiziert, dass sie in 3 gleich zerstörerische Teile zerfällt. Du kannst ab sofort mehr als einen Kabinentyp abschießen. Drücke LB und RB, um zwischen ihnen hin und her zu schalten. Okay. Mehr nicht. Wie mache ich den Rest? Achso, wieder erklärt. Okay, den Kamerawinkel mache ich so. Die Bahn drehen tue ich so. Ist der Kamerawinkel da entscheidend? Weiß nicht, ich kann den Kabinentyp auf jeden Fall ändern. Wenn ich das richtig sehe, haben wir 6-mal diese kleine und 3-mal diese, die sich in 3 Teile zerteilt. Dann kann ich unten die Energie... Also wir können insgesamt 9-mal abschießen, okay. Und dabei wahrscheinlich so viel wie möglich zerstören hier. Wir können hier die Energie erhöhen, das heißt, die stärker die geschleudert werden sollen. Vorschaukamera? Ah, okay. Kabine abschließen und Level beenden. Ziele an- und ausstellen. Mit diesem Test hast du vorhin zu... Achso, okay. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal einen Testflug hier machen, um zu sehen, wie wir jetzt schießen müssen. Der Kamerawinkel jetzt hier... Ist der wichtig? Ich vermute mal. Also versuche ich einfach mal so zu zielen. Okay. Dann fliegt mal. War auf jeden Fall nicht weit genug, um zur Zielscheibe zu kommen. Wie jetzt? Ach, ich muss die Kabine... Ach. Ich muss die manuell detonieren lassen. Na gut, das wusste ich nicht. Kritischer Schaden erzielt. Schadensstatus erheblich. Struktureller Schaden. Einsturz steht kurz bevor. Das war natürlich genauso geplant. Neuer Wurf verfügbar. Alles klar. Das war natürlich genauso geplant, dass ich beide Gebäude direkt zerstöre, ist ja klar. Okay, versuche ich mal mit einer kleinen hier.
erhöhe ich mal ein bisschen die Energie. Ich versuche dann so dadurch zu... Ach, ich wollte ein bisschen niedriger kommen. Scheiße, so treffe ich ja gar nichts, ne? Wow. Perfekt an allen Zielen vorbei. Scheiße. Okay, der erste war besser. Ich wollte eigentlich genau durch beide Zielscheiben da durchballern. Das ist gar nicht so einfach. Ich mach's noch ein bisschen stärker. Das dafür noch ein bisschen früher los. Jetzt aber, oder? Ja, zumindest zerstören wir diese Zielscheibe hier. Aber dadurch wird die Wucht der Kugel direkt so abgebremst. Das war nichts anderes mehr treffen. Gebäudestabilität gefährdet. Aber das hätten wir zerstört. Ein so. Weiterer Wurf steht zur Verfügung. Ja. Vier Abschüsse habe ich. Hä? Vier Abschüsse habe ich schon? Ich habe erst drei abgeschossen, oder? Egal, ich wechsle mal zu dem hier. Versuchen wir da hinten jetzt die Zielscheibe abzuballern. Oh, das war ein bisschen kacke. War ein bisschen sehr hoch. Ja, wow. Das war ja mal gar nichts. Die Kraft sollte also ein bisschen niedriger werden. Naja, machen wir gleich den nächsten Wurf. Kann ich auch nochmal so wechseln. Und dann die Kraft auf jeden Fall verringern. Machen wir mal nur 6. Und das ist zu niedrig. Toll, jetzt hätte ich mehr Kraft gebraucht. Super. Wollen wir den da unten auf die Sprengsätze zu? Nein. Scheiße. Dann nochmal ein bisschen mehr. Versuchen im selben Winkel wie eben gerade. Oh Gott, das war so schlecht. Ja, ich bin ein absoluter Profi in dem Spiel, wie man sieht. Ist man definitiv, also man darf dann nur mehr zugucken, weil ich mache wirklich jeden Wurf absolut perfekt. Jetzt aber komm. Das ist jetzt doch wieder zu hoch. Oder? 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 Nein! Leck mich! Oder? Habe ich die Zielscheibe getroffen? Ich glaube, ich hätte die Zielscheibe getroffen, ne? Na gut, aber wer ein Gebäude so baut, der hat doch gar nichts anderes. Der hat gar nichts anderes verdient, als dass du es einstürzt. Ein zusätzlicher Wurf ist bereit. Jetzt haben wir da rechts noch eine Zielscheibe und da ganz hinten noch eine Zielscheibe. Versuche ich einmal dahin zu werfen, was aber, glaube ich, denke ich mal nichts werden wird. Oder? Nein! Doch! Habe ich! Habe ich sie getroffen? Habe ich sie getroffen? Ich kann die Kugel noch so ein bisschen rollen, aber das bringt ihr, glaube ich, eh nichts. Ich glaube, diese Dinger hier sind unzerstörbar. Nein, wir haben die Zielscheibe nicht getroffen. Wir haben das Gerät hinter der Zielscheibe getroffen. Schade eigentlich. Das war aber sehr, sehr knapp. Und dann der letzte Wurf. Schon. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Okay, meine aber die Zielscheibe getroffen. Außergewöhnlicher Schaden. Bereich räumen. Einsturz steht kurz bevor. Bedeutender Schaden erzielt. Ja, damit haben wir alles bis auf die Zielscheibe in der Mitte getroffen tatsächlich. Oh ne, da hinten ist noch eine. Ah, ich sehe da hinten noch so eine Werbetafel, die wir nicht erreicht haben. Hier ist auch leider ein Teil des Gebäudes nicht eingestürzt, warum auch immer. Hm, also wird wohl kein perfektes Spielzeug gewesen sein. Test abgeschlossen. Ah, wir haben sogar zwei Werbetafeln und eine Zielscheibe nicht getroffen. Wir sind so knapp unter der Zielscheibe da drunter weg, da hätten wir zumindest alle drei Zielscheiben getroffen. Schade eigentlich. Fahrgäste, ja, gut. Aktivieren Sie zur Beschleunigung Ihrer Rettung Ihre Sonartransponder. Das ist auch immer gleich, die werden aus dem Wasser abgeholt. Neue beste Schreiwertung. Prüfung bestanden. Je mehr du dich verbesserst, desto größer dein Zerstörungspotenzial. Du bist wirklich ein Mikrokosmos deiner gesamten Spezies.
Schleudere eine Kabine durch drei Zielscheiben? Die drei Zielscheiben sind doch alle woanders. Wie soll ich das denn machen? Zerstöre mindestens drei Bildschirme. Eins von drei haben wir geschafft. Und unsere Punktzahl ist auch nicht hoch genug. Jage das Luftschiff in die Luft, was ich gar nicht gesehen habe. Ah, da hinten sehe ich es gerade im Hintergrund. Ja, ist auf jeden Fall nicht einfach. Dann versuche ich es nochmal versuche das Luftschiff jetzt kaputt zu ballern. Das wird jetzt eine Aufgabe sein, die ich mir jetzt stelle, dass wir zumindest die Aufgabe schaffen. Aber eine Kabine durch drei Zielscheiben? Die eine Zielscheibe ist da ganz hinten, die andere Zielscheibe ist da hinten und die andere ist da. Wie soll ich denn eine Kabine durch alle drei jagen? Oder ist das möglich mit diesem Ding hier, wenn man nicht im richtigen Moment loslasse, dass dann einer nach links, einer nach rechts und einer geradeaus fliegt? Muss ja eigentlich so sein. Das Luftschiff ist gerade so gelegen, dass ich es nicht abballern kann. Okay, dann zieh dich mal so. Erhöhe mal ein bisschen die Power. Sag dann Feuer frei. Nee, das geht doch nicht. Wie soll ich denn mit einer Zielscheibe alle. Das muss ja möglich sein. Dass hier quasi einer nach links, einer geradeaus und einer nach rechts fliegt. What? Ich hab was getroffen? Wie das denn? Okay, egal. Das machen wir den nächsten Wurf. Zwei Versuche habe ich ja noch. Okay, mache ich Energie mal ein bisschen runter. Nee, das ist, die fliegen einfach zu gerade. Da ist es, glaube ich, nicht möglich, alle drei Zielscheiben zu erwischen. So, wo ist das Luftschiff? Da hinten ist das Luftschiff. Nee. Muss ich mehr Energie haben. Und verdammt, wir fliegen zu langsam. Aber wir hätten. Nee, wir hätten es auch nicht getroffen. Das Luftschiff zu treffen ist echt eine Herausforderung, definitiv. Das muss jetzt eigentlich irgendwo da hinten sein. Ja. Die treffen wir. Und das Luftschiff auch noch? Nee, wir gehen zu schnell runter, ne? Nein! Diese scheiß Werbetafel hat uns extrem abgeschwächt. Okay. Fundament beschädigt. Einsturz steht kurz bevor. Nee, das wird auch nichts. Oh, zumindest haben wir diesen Bildschirm noch zerstört. Jetzt kann ich nicht mehr weit genug rüberziehen. Super. Nein, komm schon! Komm. Ja, okay, immerhin haben wir alle drei Bildschirme zerstört. Aber diese Punktzahl, die wir dafür brauchen, werden wir nicht mehr hinkriegen. Stabilität gefährdet. Jetzt habe ich auch viel zu wenig Schwung gehabt, da habe ich nicht mehr drauf geachtet. Okay, nächster Wurf. Letzter Versuch, das Luftschiff zu treffen, werde ich eh nicht hinkriegen. Aber ein Versuch ist es wert. Na, komm rum, Luftschiff. Komm. Werde dich schon kriegen, keine Sorge. Ist auf jeden Fall so ein kniffliges Spiel auf jeden Fall. Also da muss man auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Versuche machen. Sehr genau ausbalancieren. Wie muss ich jetzt schießen? Wie fliegt die Kugel? Und wann muss ich jetzt wirklich nur mit A drücken, damit das Ding detoniert und. Also da kann man an einem Level schon gerne mal viel, viel Zeit dran investieren. Ist wahrscheinlich nicht für ein Let's Play geeignet. Das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Muss ich sehr viel konzentrieren, nur sehr viel... sehr häufig die Level wiederholen und so weiter und so fort. Also für Let's Play ist es, glaube ich, überhaupt null geeignet. Aber ist auf jeden Fall mein Blick wert. Ich bin gespannt, wie der Ingenieur geworden ist, weil, wie gesagt, das ist wahrscheinlich das, was die Leute von den Rollercoaster Tycoon machen, am wichtigsten empfinden werden. Auch wenn dieses Spiel natürlich auf ganz andere Dinge Wert legt. Als den Rollercoaster Tycoon. Oh. Nein! Das ist nicht dein Ernst, oder? Wie knapp kann das denn bitte sein? Wie knapp hätte das bitte daneben gehen können? Oh mein Gott. Prüfung. Das war nicht deine beste Zerstörungsleistung. Ja, natürlich war das nicht meine beste Zerstörungsleistung. Wollte ich ja auch nicht.
Ich hatte jetzt einfach nur versucht, das Luftschiff abzuschießen. Aber das ist echt nicht einfach. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder der Trailer, richtig? Ja, den kennen wir ja schon. Den können wir überspringen. Ja, nämlich nicht zum Xbox Store. Wir wollen uns stattdessen noch einmal die letzte Dingens hier angucken. Auszeichnung 0 von 24? Achso, insgesamt. Moment, man braucht 10 Auszeichnungen bis Level 1. Es gibt aber nur 5. Das heißt, es ist in der Demo definitiv nicht möglich, Level 2 freizuschalten. Weil wir können maximal 5 Sachen machen. Das heißt, die Demo wird sich wahrscheinlich ausschließlich auf die ersten Level der jeweiligen Klassen hier konzentrieren. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das heißt, die Zockstunde hier wird auch keine Stunde lang werden, weil... ja. Wäre sonst einfach zu viel dasselbe. Wir versuchen jetzt einfach mal an den Ingenieur. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bis man da was zusammengebaut hat. Denke ich mal. Wenn es wirklich so... annäherungsweise so komplex werden sollte wie Ingenieurwesen ist der Schlüssel Rollercoaster Tycoon. Alle Kandidaten müssen beweisen, dass sie großartige Konstruktionen bauen können, die uns allen eine rosige Zukunft bescheren werden. Okay, Umspannwerk zum Mitreisen gebaut. Zum Mitreisen gebaut, eine Aufgabe ist es, dieses Umspannwerk Achterbahn entsprechend den festgelegten Kriterien festzustellen, fertigzustellen. Für mehr Anerkennung solltest du den Fahrgästen viel Spaß bereiten. Stelle die Achterbahn fertig, zurückgelegte minimale Streckenlänge 1,2000 Meter, also 1,2 Kilometer. Screamworks, Auszeichnung, Bestwertung, erreiche eine Geschwindigkeit von 960 Stundenkilometer, Punktzahl und eine Punktzahl von 2,75 Millionen. Boom. Die besten Ingenieure sind vielseitig. Sie können die Fahrgäste zum Schreien bringen oder für maximale Zerstörung sorgen. Drücke X, um Loopings und andere Sonderbauteile im Achterbahn-Technologie-Menü zu finden. Die Quickbar am unteren Ende des Bildschirms erlaubt den schnellen Zugriff auf kürzlich platzierte Teile. Verwende links auf dem Steuerkreuz und rechts auf dem Steuerkreuz, um auf der Quickbar zu navigieren. Drücke A, um die hervorgehobenen Teile zu platzieren. Okay. Du kannst jetzt Booster und Bremsen platzieren, um direkten Einfluss auf die Bahngeschwindigkeit zu nehmen. Drücke X, um im Sonderbauteile-Menü darauf zuzugreifen. Dann schaue ich einfach mal. Ich habe übrigens nie einen Rollercoaster Tycoon Teil gespielt, also niemals. Was natürlich in diesem Menü jetzt hier gerade ziemlich schwierig werden sollte. Okay, ich habe momentan Booster und Bremsen, die ich verwenden kann. Booster, Bremsen, Standardschienen. Helix links aufwärts, Helix rechts aufwärts, Helix links und abwärts, Helix rechts und abwärts. Okay, wir haben eine vorgegebene Strecke, die wir fahren sollen. Sehe ich das richtig? Wir müssen ja irgendwie erstmal da oben rüber. Also bauen wir mal so. Und dann geht es da so rüber weiter. Könnten wir mal kurz so. Das sollten ja eigentlich Booster sein hier, ne? Die werden jetzt hier ein bisschen rüber boosten. Mehr Booster haben wir nicht, alles klar. Dann bauen wir mit den Standardschienen weiter. Und haben dann eine Helix, die sich dann nach da dreht. Da werden die sowas von rausfliegen, das kann ich nicht. Nee, das können wir nicht machen. Kann ich irgendwie zurück? Löschen kann ich, okay. Das Bauen ist auf jeden Fall, das geht relativ gut von der Hand. Allerdings werden die wahrscheinlich gleich in der ersten Kurve rausfliegen, weil ich mich hier voll verbaut habe. Davon gehe ich aber ganz klar aus. So, da werden die wahrscheinlich nicht so einfach rausfliegen, weil das hier keine Kurve mit drin hat.
Und dann werden wir hier eine Bremse natürlich einbauen. Eine Bremse, zwei Bremsen. Drei Bremsen, vier Bremsen, dass sie nicht aus der Bahn fliegen. Dann fahren sie noch ein Stück nach unten. Damit sie danach wieder ein Stück nach... Okay, da würde sie sich überschneiden. Damit sie danach dann so fahren, damit sie ihn komplett einmal übergeben dürfen. Okay, ich baue jetzt einfach mal irgendwas total Wirres hier hin, was definitiv nicht funktionieren wird. Wo müssen die denn am Ende ankommen? Ah, da unten müssen sie am Ende ankommen. Vielleicht wären hier unten dann die Booster praktischer gewesen. Naja. Gut, dann machen wir hier nochmal eine Helix. Keine Versionsbauteile. Alle Sonderbauteile, keine Versionsbauteile verwendet. What? Ich darf keine Sonderbauteile mehr benutzen, oder was? Wo müssen die denn ankommen? Ach, da drüben müssen die an... Oh, scheiße. Ups. Dann bin ich in die falsche Richtung gegangen. Nein! Lass mich doch einfach... Ich will doch nur... Oh Gott. Lass mich nochmal zurück. So. Wir wollen in diese Richtung hier. Und das kann jetzt noch eine Bremse werden. So. Werte Teile können nicht modifiziert werden. Ja, fahren wir mal. Der Anfang steht ja fest, bis da oben hin. Airtime-Bonus. Dann werden sie da voll beschleunigt und fliegen da nicht aus der Kurve. Das hat zumindest schon mal funktioniert soweit. Ich glaube nicht, dass wir die Höchstgeschwindigkeit erreicht haben, die wir sollten. Ernsthaft? Das funktioniert? Also entweder ist es nicht schwierig, eine Bahn zu bauen, die funktioniert. Strecke abgeschlossen. Es kann sein, dass es nicht schwierig ist, eine Strecke zu bauen, die funktioniert, oder ich bin einfach ein Naturtalent. Zumindest sind sie nicht rausgeflogen. Das ist schon mal praktisch. Test fehlgeschlagen. Hey, zurückgelegte minimale Strecke. Auch ernsthaft, hat uns ein bisschen minimale Strecke gefehlt. Und die Höchstgeschwindigkeit haben wir auch nicht mitbekommen. Oh, jetzt hat uns echt ein bisschen Strecke gefehlt. Das ist nicht dein Ernst. Na gut, das ist ja kein Problem. Warte. Kann ich nicht. So, so. Moment. So, 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 so. Dann machen wir nämlich zumindest... Das sollte ja funktionieren. Da oben steht ja sogar, wie weit wir jetzt gefahren sind. So, jetzt haben wir das auch geschafft. Und dann können wir es nochmal neu probieren. Wird jetzt ja nicht groß was ändern an der Kraft. So, wir starten mit 142 Stundenkilometern. Und hier oben, wo ich meine ganzen Tore verbaut habe, werden die wohl nicht schnell genug. Die gehen bis auf... Doch! Die gehen über 160 Stundenkilometer rüber. Das ist doch eigentlich unsere Bonusaufgabe gewesen. Wahrscheinlich haben wir die Bonusaufgabe nur nicht abgeschlossen, weil die Strecke nicht richtig war. Okay, damit ist jetzt auch eigentlich die Strecke schon vorbei. Jetzt ist nur noch hier ein beruhigtes Auspendeln für die Fahrgäste. Okay. Strecke abgeschlossen. Fahrgasttaxi entsandt. Fahrgäste, bitte halten Sie Ihre Screenworks-Ausweise bereit. Neue beste Schreiwertung. Test bestanden. Auffallende Verbesserung. Deine Fähigkeiten als Ingenieur wurden zur Kenntnis genommen.
Die Fähigkeit, eine Arbeit solch hoher Qualität herzustellen, ist sehr selten. Ach, wir haben eine Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern erreicht, aber keine Punktzahl von 200, von 2,75 Millionen. Daran nichts. Aber wir haben, wow. Ich habe jetzt echt auf Anhieb die beste Punktzahl bekommen. Ja, Naturtalent, ne? Ist ja klar. Also es ist entweder wirklich total einfach, hier eine Bahn zu bauen, oder ich habe einfach auf Anhieb mega Luck gehabt. Denn ich bin da vollkommen, wie ihr gesehen habt, ich bin da vollkommen undurchdacht dran gegangen, habe da einfach einen Scheiß zusammengebastelt. Und es hat funktioniert. Das ist schon mal ganz gut. Gehen wir mal zurück zur Weltkarte. Wir haben jetzt hier quasi fast das Maximum rausgeholt, was man kann. Nein, möchte ich nicht. So. Ja, wir brauchen noch 5 Auszeichnungen bis Level 1. Also, es gibt nur 5 Auszeichnungen. Entweder habe ich was komplett übersehen, aber sieht nicht so aus. Level 2 geht gar nicht. Level 3 geht nicht. Level 4 geht nicht. Level 5 geht nicht. Level 6 geht nicht. Ist ja nur eine Demo. Und die zweiten Level in Level 1 gehen auch alle jeweils nicht. Weil ich da, wie gesagt, Stufe 1 brauche. Und das ist in der Demo nicht möglich, da wir nur ein Level haben, oder wie? Nee, wir haben ein Level. Da kann man maximal 5 Auszeichnungen bekommen. Und man braucht 10. Das geht also nicht. Deshalb... Ja, habe ich natürlich deshalb auch keine Möglichkeiten mehr hier. Damit habe ich eigentlich alle Möglichkeiten dieser Demo ausgeschöpft, würde ich sagen. Wir können ja ruhig nochmal eine normale Fahrt hier probieren. Ich weiß nicht, was man dafür bekommt, wenn man die Bonus-Dinger da fertig steht. Mir hat das auf jeden Fall das Bauen am meisten Spaß gemacht. Das ist ja auch das, was die Rollercoaster-Tycoon-Macher besonders können, aber die wollten wahrscheinlich mit diesem Spiel hier was Neues machen. Die wollten nicht einfach ein neues Rollercoaster-Tycoon rausbringen. Kennen wir. Die wollten nicht einfach ein neues Spiel rausbringen, das genauso ist wie die Spiele, die sie vorher hatten. Sondern die wollten was Neues machen. Und das haben sie hiermit sicherlich geschafft. Und ja, ist jetzt natürlich die Frage, wie viel Langzeitmotivation, wie viel Abwechslung wird die Vollversion dann bringen. Das kann natürlich jetzt mit der Demo hier nicht gezeigt werden. Man hat auf jeden Fall 3 verschiedene Spielmodi, wie gesagt. Und die sind jetzt auch im ersten Level gar nicht mal so schlecht. Aber ob sie auch auf Dauer motivieren können, ob sie auch auf Dauer Spaß machen, das wird sich dann sicherlich erst in der Vollversion feststellen lassen. Uah. Okay, also viel besser kriege ich das hier nicht hin. Ich weiß nicht, wie man am Ende in der Screamer-Zeichen reinballern soll. Damit kriegt man wahrscheinlich das Gebäude zerstört, was auch eine Aufgabe war. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, denn ich habe den kompletten Turbo am Ende aufgebraucht und wir kamen da nicht dran. Wird sicherlich irgendwie funktionieren, ich weiß aber wie gesagt nicht wie. Neue beste Schreiwertung. Test bestanden. Haben wir hier zumindest nochmal den Schreien oder Rekord nicht gebrochen? Schreien. Das ist hier die Frage. Zerstöre ein ganzes Gebäude. Da liegt der Hase im Pfeffer. Ja, leider fehlt uns hier auch wieder ein paar Punkte, um die nächste Auszeichnung zu bekommen. Und wir hätten ein Gebäude zerstören müssen, um mit unseren 1,2 Millionen Punkten was erreichen zu können. Wir haben auch keine 1,5 Millionen Punkte zusammengekriegt, auch keine 1,4 Millionen Punkte zusammengekriegt. Wir haben aber eigentlich eine volle Turboleiste komplett geleert, ohne zu entgleisen. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, weil die war ja zwischendurch einmal komplett leer. Und sie war ja vorher auch komplett voll. Aber wahrscheinlich, weil ich zwischendurch kurzzeitig mit dem Turbo aufgehört habe. Wahrscheinlich muss man den Turbo komplett durchziehen, um diese Aufgabe zu erledigen. Naja, gehen wir noch einmal zum Dienst zurück, machen wir noch einmal die Zerstörungsaufgabe, dann sollte das mit der Zockstunde hier auch gewesen sein. Wie gesagt, das ist nicht ganz eine Stunde, aber bei Demos lässt sich das immer schlecht regeln, wenn die halt nicht den Umfang bieten, dass man damit eine Stunde rausholen kann. Hatten wir ja in den Zockstunden-Bereich sowieso schon immer, dass Demos nie eine Stunde gingen. Und nur Vollversion oder Alphas, Betas von Multiplayer-Spielen, da konnte man eine Stunde draus machen, aber aus solchen hier ist das halt meistens relativ schwer möglich. Okay. Die Verfügungskabine wird so modifiziert, dass sie einmal versuchen wir es hier, wie gesagt, noch. Ansonsten, wie gesagt, für ein Let's Play finde ich dieses Spiel hier relativ ungeeignet, weil man halt so viel rumbasteln, so viel rummachen muss und so weiter und so fort. Aber das Spiel erscheint ja am 2.3., wie ich das eben richtig gelesen habe. Also nächste Woche. Und ich habe ja die nächsten 2 Wochen komplett frei.
wo ich ja bereits angekündigt habe, mehrfach, dass ich dort wahrscheinlich relativ viel livestreamen werde. Und das ist sicherlich ein Spiel, was sich für so einen Livestream bestimmt mal aneignet. Also, wenn ihr im Livestream dabei seid und Lust auf dieses Spiel habt, dann schreibt uns, schlagt uns doch einfach mal vor. Und wenn ich dann Lust auf das Spiel habe, dann können wir sicherlich mal die ein oder andere... falscher Knopf. Kann man sicherlich mal die ein oder anderen Momente in diesem Spiel investieren. Also für einen Livestream eignet sich das, denke ich mal, relativ praktisch. Relativ gut. Es eignet sich relativ praktisch, natürlich. Wow, das war, glaube ich, das schlechteste Schuss, den man machen kann. Hier kommt es denn runter? Irgendwo am anderen Ende der Welt. Okay, nochmal neu. Das war noch schlechter. Schwerer Schaden. Ja, schwerer Schaden. Das sehe ich ja, wie schwer der Schaden war. Oh. Wie haben wir das denn gekriegt? Ach, ist mir egal. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt gerade kaputt gekriegt haben. Ach, oder kann das sein, dass die Teile von eben da hinten noch was zerstört haben? Das kann natürlich auch sein. Okay, das war auch nicht so wirklich viel. Da hinten ist das Gebäude zerstört. Ich stürze jetzt noch ein. Explosive Kettenreaktion festgestellt. Strukturelle so. Integrität beeinträchtigt. Einsturz unvermeidlich. Ja, nicht sehr hoch, bitte. Einsturz steht kurz bevor. Wo ist denn das Luftschiff? Das wird wahrscheinlich gerade hinter uns sein. Explosionen fest. Dann ziele ich noch mal kurz da hinten drauf. Oh, das ist zu hoch, das ist zu hoch, das ist zu hoch. Das geht noch. Instabilität erzielt. Gut, haben wir das auch eingerissen? Ziehen wir mit dir. Oh, das ist zu. Ach, das gibt's nicht. Ich habe die Turbo einfach zu hoch eingestellt. Okay, gehen wir nochmal ein bisschen runter hier. Ich möchte gerne jetzt zumindest alle Zielscheiben zerstören in diesem Versuch. Dann haben wir diese hier auch. Zumindest alle drei Zielscheiben kaputt. Instabilität wird angezeigt. Und jetzt wäre es natürlich geil, wenn wir jetzt das Luftschiff nur treffen würden, aber ich bezweifle es eher. Oder? Nein, ich habe ein bisschen nach unten gelenkt. Ich glaube, das war mein Fehler. Ich habe ein bisschen zurückgelenkt. Ich habe mir selbst nicht vertraut mit diesem Wurf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das könnte was werden. Das wird wieder nichts, oder? Nein! Wie kann man nur jedes Mal so knapp scheitern? Das ist unglaublich. Genießen Sie das Bad, bis der Sammeldienst eintritt. Ja. Wunderbar. Das bringt uns natürlich wieder nichts. Das ist schlechter als unsere maximale Punktzahl. Bla 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 bla. Wir haben zwei, drei Bildschirme zerstört, aber nicht die Punktzahl gebrochen. Einmal machen wir noch. Komm, einmal machen wir den Zerstörungsding jetzt hier noch. Und dann soll er aber auch gut sein. Also. Schleudern wir nochmal nach da hinten, würde ich vorschlagen. Das hat, glaube ich, nichts gebracht, dass ich das Ding getrennt habe. Ne, wir haben absolut nichts zerstört. Super erster Versuch. Oh, das war noch ein schlechterer zweiter Versuch. Na super. Okay, gehen wir gleich mal auf den nächsten. Vielleicht trifft das noch irgendwas beim Runterkommen. Das wird uns auf jeden Fall keinen neuen Highscore einbringen hier. Ne, wir hätten noch nicht mal was getroffen. Die ist auch wieder versaut. Oder ne, zumindest geben wir das Gebäude jetzt zerstören. Weil immerhin das. Gebäudestabilität gefährdet. Ultraschall. So, dann kriegen wir das Ding hier noch down. Das ist der Wurf, bitte. Danke. Unvermeidlich. Kriegen wir das da noch down. Jawohl. Erheblicher Schaden angerichtet. Struktur stürzt ein. Schadenslevel kritisch.
Nein, das kann nicht wahr sein. Ich habe so stark da unten gelenkt, dass ich deswegen dran vorbeigeflogen bin. Oh Mann. Okay, dann da hinten hin. Wenn das jetzt nicht trifft, ne? Wenn das jetzt nicht trifft, das ist nicht dein Ernst. Gott, ich zeige euch aber auch ernsthaft, wie knapp man an dem Scheißding vorbeifliegen kann. Okay, fliegen wir hier um die Kurve und... Nee. Boah, das war ja doch der schlechteste Versuch aller Zeiten. Jetzt haben wir nur noch das hier. Das kann ich nicht mehr lenken nach dem Abflug. Also flieg einfach. Doch, ich kann das auch noch lenken. Eins der drei Teile muss doch treffen. Ja! Immerhin haben wir das noch geschafft. Okay, eine der Aufgaben haben wir zumindest geschafft. Das war ja mein Ziel. Gut, wie gesagt, das Spiel wirkt ganz gut. Wirkt sehr interessant. Die Frage ist in dem Nachhinein, wie viel Langzeitmotivationsfaktor wird das bieten? Wie viel Einzigartigkeit, wie viele neue Dinge gibt es? Das ist die große Frage. Also wenn es jetzt nur diese Achterbahntypen behalten wird, wenn es jetzt jedes Mal nur dieselben Gebäude sind, die man zerstören muss, wenn es jetzt jedes Mal nur eine einfache Achterbahnfahrt ist, dann wird das wahrscheinlich auf Dauer relativ schnell langweilig werden. Wenn man allerdings ganz, ganz viel Abwechslung reinbringt, auch ins Setting und so weiter und so fort, wie man im Trailer schon gesehen hat, dann war man da irgendwie mal in einem Canyon und so weiter und so fort, dann kann da sicherlich was draus werden. Das werden wir allerdings spätestens, oder das werden wir allerdings erst in der Vollversion mitbekommen, was ja nächste Woche schon der Fall sein wird. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ihr davon noch ein bisschen mehr was seht bei mir, dann können wir da sicherlich nächste Woche oder übernächste Woche im Livestream mal drüber reden. Und ja, ansonsten habe ich nichts anderes mehr zu sagen, außer ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein in den anderen Videos und so weiter und so fort. Bis dann und auf Wiedersehen.